So, also ich habe jetzt nochmal alle Infos, die ich so habe, zusammengefasst im Kopf und ich komme nicht drauf. Ich bin jetzt nicht weitergegangen, ich habe jetzt wirklich nur eine kurze Pinkelpause gemacht und habe überlegt und deswegen gehe ich jetzt nochmal hier gucken. Jetzt waren wir ja wenigstens im Museum, das heißt, es ist ja irgendwas passiert. Schauen wir einfach mal, vielleicht kann man jetzt hier irgendwas Neues rausfinden. Vielleicht kann ich jetzt doch mal Papier mitnehmen. Oh, ein Stapel leerer Blätter. Okay. Hast du mir irgendwas zu sagen eigentlich? Hör mal. Die Frage mag Ihnen komisch vorkommen, aber wissen Sie vielleicht von einem Ort in Oxford namens Hogwarts? Schule für Hexerei und Zauberei? In der Tat, eine komische Frage. Hogwarts ist eine fiktive Schule aus den Harry Potter Romanen. Ach, ich verstehe. Nicht gut. Die Filme zu den Romanen wurden an mehreren Orten hier in Oxford gedreht. Wirklich? Wo? Unterschiedlich. Die Szenen im Hogwarts-Speisesaal wurden zum Beispiel im Speisesaal des Christchurch College gedreht. Wow, Sie haben mir sehr geholfen, danke. Ich tue mein Bestes. Aha, ja, vielen Dank. Ich meine, das haben wir uns schon gedacht, dass es mit dem Speisesaal zu tun hat, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Gucken wir nochmal hier. Wahrscheinlich war das das, was man in der... Ach, war das jetzt... ja, das war jetzt weg. Juhu, na dann. Der Speisesaal hat heute geschlossen. Scheinbar wegen Restaurierungsarbeiten an den Gemälden. Könnte sein, dass ich das Rätsel morgen erst beenden kann. Na gut, das war jetzt zumindest eine andere Aussage als vorher. Ja, dann gibt's aber in Christchurch immer noch was zu tun. Na gut, na gut, na gut. Radcliffe Krankenhaus. Ja, 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 ja. Gucken wir nochmal hier. Aber das muss ja eigentlich dann für den Moment muss das ja... Da war ja nur die Kathedrale, ne? Sonst war da nix. Oh! Hallo! Warst du vorhin auch schon hier? Ich hab dich nicht gesehen. Hi, Angela. Sam, du kennst die Kathedrale auch? Oh ja, ist ein schönes, ruhiges Plätzchen. Es ist wunderschön hier. Ich komme oft hierher. Mhm. Als ich dir zum ersten Mal von dem Experiment erzählt habe, hatte ich den Eindruck, dass du Dr. Stiles kennst. Jeder kennt ihn. Aber die meisten Leute halten die Gerüchte über ihn für wahr. Dich scheint das aber nicht gekümmert zu haben. Nein. Ich habe nie schlecht über Dr. Stiles gedacht. Ich habe ihn mal die Straße entlang gehen sehen. Da dachte ich mir, dass er so traurig und gut aussieht. Aha. Ich habe jemanden gefragt, wer das ist, und die Person sagte, das ist Dr. Stiles, der berühmte Neurobiologe. War das vor dem Unfall? Nein, danach. Oh. Und das war alles, was du damals über ihn gewusst hast? Mir war einfach klar, dass die Gerüchte nicht stimmen können. Aha. Ist ja auch ein ganz netter eigentlich, ne? Neulich hat mir jemand einen ziemlich coolen Trick vorgeführt. Kennst du dich mit Magie aus? Magie? Tricks mit Karten und Bechern, Illusionszauber, solche Sachen. Ich kenne Magie. Nein, das ist doch albern. Wie meinst du das? Ich mag echte Magie. Ein Sommernachtstraum zum Beispiel. Sollte man als Literaturstudentin kennen. Klar, Shakespeare gefällt mir. Aber ich stehe mehr auf viktorianische Literatur. Wie auch immer, das sind ja alles nur erfundene Geschichten, Angela. Ist übrigens echt komisch. Ich habe ja auch englische Literatur studiert, bevor ich zur Krankenpflege gewechselt habe. Ich habe ein paar meiner alten Professoren nach dir gefragt, aber sie kennen dich gar nicht. Ach, weißt du, ich bin ja noch nicht lange hier und halte mich eher ein bisschen zurück. Ich sitze ziemlich weit hinten. Ja, daran wird's wohl liegen. Ja, ja. Ich bin auch so eine unauffällige Person. So nicht wie du, blond und total aufgetakelt oder sowas. Warum magst du die Kathedrale so gern? Es ist die Feenkathedrale. Was? Feen? Naja, in der Kirche von England spielen Feen nicht gerade eine große Rolle. Gleich da oben ist auch eine. Das ist ein Engel. Du Dummkopf. Nein, eine Fee. Okay. Oh, in Ordnung. Der Tonwagger. Nein, das ist eine Fee, Sam. Und wenn ich dir die Augen herausstechen muss, um sie darauf zu werfen, damit du siehst...
Deswegen, okay. Was machst du denn da? Ich fertige eine Kopie des Fensters an. Hey, sieht gut aus. Ganz schön komplizierte Schnitte. Wo hast du das gelernt? Auf meiner Insel fertigte man schon immer Papierfiguren an. Mein Vater hat es mir beigebracht. Ach, diese Insel scheint ja echt ein nettes Fleckchen zu sein. Kannst froh sein. Magst du die Papierfigur haben? Aber Angela, du hast da so viel Arbeit reingesteckt. Es entspannt mich und ich habe viele davon. Sicher? Vielen Dank. Kommt nicht oft vor, dass Leute mir etwas schenken. Danke. Sam, arbeitest du für Dr. Stiles? Harvey hat das gesagt. Ja, ich wohne auf dem Dread Hill Anwesen. In dem Haus? Das ist keine gute Idee, Sam. Wieso? Warum denn? Es gibt den Leuten Grund zum Reden. Ist mir egal. Ich bin seine Assistentin und das ist alles. Wie bist du denn an den Job rangekommen? Zufall. Er hat jemanden gesucht und der Studentendienst hat mich geschickt. Ist echt keine große Sache, Angela. Ich weiß, ich... Ist halt nicht ganz ungefährlich. Ich meine, mit dem Ruf, den Dr. Stiles hat und alles. Ich hoffe für dich, dass alles gut geht. Danke. Ich dachte, du hättest nie schlecht über ihn gedacht. Sam, würde es dir was ausmachen, mich allein zu lassen? Ich muss über ein paar Unisachen nachdenken. Klar, ich wollte dich auch gar nicht stören. Wir sehen uns später auf dem Campus. Gut, bis dann. Ich glaube, die ist eifersüchtig. So, Sam, das solltest du nicht machen. Nee, nee, nee. Was machst du denn da? Ich fertige ein... Hey, sieht auf... Diese... Magst du... Aber es... Sich... So, das hatten wir doch schon. Jetzt schenkt die mir die blöde Figur. Ich meine, die mit Liebe angefertigte Feenfigur. Sam... Ja, in... Warum? Es ist... Wie bist... Er hat... Ich war... Danke. Sam... Klar. Gut. So, jetzt ist es weg mit dem Text. Kann ich mir das angucken? Papierfee. Eine Papierfee. Angela hat sie gebastelt. Boah, wofür braucht man die denn? Weiß Gott. Falls ich mal was zum Verbrennen brauche. Ich meine. Telefonspion. Haben wir hier jetzt noch. Ah! Christchurch ist fertig. Ja, das ist ja wundervoll. So, im Zentrum bin ich gerade absolut überfragt. Vielleicht. Können wir nochmal hier hin? Ich muss irgendwie den Fuzzi loswerden. Vielleicht kann ich sie ja hier irgendwie so, hey, kannst du ihm nicht mal einen Kaffee bringen? Oder so. Obwohl, das bringt nichts, dann bleibt er da ja sitzen. Mann! So, meine Liebe, kann ich eigentlich zu dem da? Nein, zu dem kann ich nicht. Hallo! Laut dem Namensschild auf dem Schreibtisch ist sie Susan. Eine Liste mit den Telefonnummern dieser Abteilung. Eine Liste mit den... Ich sollte die Telefonnummer der neurobiologischen Abteilung in meinem Handy speichern. Allerdings kann ich keine Durchwahl speichern und muss mir die merken, die ich brauche. Ja, welche brauchen wir denn? Wir wollen den Linkweller loswerden, ne? Also die 11. Dann merken wir uns die 11. Kann ich das hier irgendwie... So. Gut, also ich muss mir die 11 merken. Mhm. Kann ich hier den Telefonspion anbringen? Geht das? Irgendwo hier vielleicht? Nein, 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 geht nicht. Schade. Na gut. Ich gehe da mal vor die Tür, ne? Ich muss mal telefonieren. So, das Handy. Langsam wird mir das Inventar ein bisschen zu voll. Es ist ja schön in den Spielen, wo die Sachen dann immer weg sind. Okay. Kann ich hier direkt? Nein, kann ich nicht. Kontakte, okay. Neurologische Abteilung. Sie sind verbunden mit der neurobiologischen Abteilung des Radcliffe Krankenhauses in Oxford. Hallo. Falls Sie die Durchwahl wissen, die Sie erreichen möchten, geben Sie sie bitte jetzt ein. Linkweller am Apparat. Susan hier. Paket erfordert Unterschrift. Ist auch schön. Aber dann kommt der nur an die Tür, ne?
Da ist eine Lieferung, die von Ihnen abgezeichnet werden muss, in Miss Whittiers Büro. Gut, ich bin schon unterwegs. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm, ich treib mich hier nur rum. Ach, ich gehe so lange da rein. Was für ein Scheiß. Schnell! Ich habe nicht viel Zeit und muss mich beeilen. Ach du Scheiße, warum hat denn der so ein riesen Büro? Eine Gruppe von Ärzten, die eine Autopsie durchführen. Reizend. Ja, total schön. Das ist eine ganz schön unheimliche Sammlung. Stimmt, vor allem sind die Sachen viel zu groß. Wie hat Linkweller es nur so weit gebracht? Sein Büro ist sogar noch größer als das von Hadley. Allerdings. Was suche ich eigentlich? Ich habe keine Zeit, mich da durchzuwühlen. Ich muss mich beeilen. Oh, Linkweller kommt zurück. Merkwürdig, da war gar kein Päckchen. Nochmal. Neurologische Abteilung. Sie sind verbunden mit der neurobiologischen Abteilung des Radcliffe Krankenhauses in Oxford. Falls ja. Sie die Durchwahl wissen. Linkweller am Apparat. Hadley will Sie sprechen. Mr. Hadley will Sie sprechen. Sofort. Was ist denn los? Schon gut, ich komme. Oh, kann man das nicht abbrechen? Ich weiß doch jetzt, ja, der geht da jetzt rüber. So, jetzt aber. Okay, ich habe keine Zeit, mich da durchzuwühlen. Das hatten wir ja schon. Dann haben wir hier Telefon. Telefon! Linkwellers Telefon. Ich wäre gerne eine Fliege an der Wand. Dann könnte ich nämlich seine Gespräche mithören. Du brauchst keine eklige Fliege an der Wand zu sein, meine liebe Sam. Du hast hier einen Telefonspion. Tätätätä. Das sollte klappen. Jetzt werden wir ja sehen, ob Linkweller Dreck am Stecken hat. Gut, ich glaube, das müsste es dann auch gewesen sein, ne? Gehen wir schnell wieder zurück. Ja. Und dann machen wir, was machen wir jetzt? Dann gehen wir hier mal rüber. Linkweller ist da drin. Ja und? Okay, aber was? Muss ich das jetzt so lange, bis der da wieder rauskommt, oder was? Ich habe keine Zeit, mich... Ja. Das ist eine ganz schön unheimliche Sammlung. Ich weiß noch nicht so ganz. Geht nicht. Ach, der Computer. Es würde mich wirklich brennend interessieren, was er alles auf seinem Computer hat. Aber ich fürchte, das würde zu lange dauern. Kann man sich da mal ganz fix ein Backup ziehen? Nee, geht nicht, ne? Okay, dann geh noch mal eben zum Telefon. Der muss ja irgendwann mal wieder zurückkommen hier, der Mensch, oder? Immer wenn Linkweller einen Anruf erhält, sollte sich jetzt der Telefonspion einschalten. Gut.
Ja, gut, aber... Ist hier sonst noch irgendwas? Fenster, Gemälde, Ausstellungsstrand? Nein, sonst ist hier nichts. Es würde mich wirklich brennen. Das haben wir schon gehabt.